Eltern, herzlich willkommen auf der Tankstelle und Mittelstadt. Herzlich willkommen auf dem Stand der Otto Christ AG. Es ist heute ein besonderer Tag, denn heute stellen wir Ihnen unsere neueste Portalanlagengeneration mit dem Namen Kadis vor. Kadis kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet die Funkelnde. 2 Jahre Entwicklungsarbeit, intensive Marktforschungen, hohe Marktanforderungen, viele interne Meetings, natürlich Herausforderungen, viele Versuche, Zeitverzögerungen und natürlich auch Rückschläge. Anschließend sehr viele Stress- und Dauertests im Hause. Aber, meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Die Kadis ist keine absolute Neuentwicklung der bisherigen Portalanlagen aus dem Hause, sondern eine absolute Neukonstruktion. Daher waren intensive Entwicklungen auf dem Markt absolut, auch Probungen auf dem Markt absolut notwendig. Modernste Technik, moderne, innovative Design, bestes Wasch- und Trocknungsergebnis, meine Damen und Herren, es gibt immer noch mehr in der Technik. In Bayern sagen wir dazu, ein bisschen was geht immer noch. Die Kadis, das Ergebnis sehen Sie vor uns, vor Ihnen, steht vor Ihnen. Die neue Portalanlagen, erleben Sie die neue Portalanlagengeneration Kadis. Unter der Decke, unter dem Vorhang, jede Menge technischer Highlights und natürlich nach dem Motto More than Car Wash. Ja, überzeugen Sie sich selbst, meine Damen und Herren. Vorhang auf, Manege frei, die Kadis, hier ist sie. Stefan Schwarzer hat jetzt die Freude und darf Ihnen die wichtigsten Highlights der Maschine vorstellen. Ich sage mal, die wichtigsten Highlights, die wichtigsten Brennpunkte in der Maschine. Genau. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Christ. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind. Für uns wirklich ein großer und wichtiger Moment. Wir haben viel Entwicklungsarbeit reingestellt und so wie es Herr Christ schon gesagt hat, es ist eine komplette Neuentwicklung. Es ist keine Weiterentwicklung einer bestehenden Maschine, sondern alles, was Sie hier sehen, ist komplett von Grund auf neu entwickelt. Sie sehen es auch, erstmalig im Hause Christ haben wir auch einen sehr hohen Anteil auf ein sehr gelungenes Design, wie ich finde, geschafft. Es ist, verbindet Einfachheit und auch Moderne und wir fügen uns damit in allen Bereichen wirklich auch in die Baukörper mit ein. Dieses urbane Design bietet einfach die Möglichkeit, gestaltende Elemente, wie hier zum Beispiel die vorgelagerten Plates farblich zu verändern. Sie haben hier sehr, sehr große Positioniereinrichtungen, die farblich umschalten und neben der reinen Positionierampel auch die einzelnen Pflegephasen anzeigen. Und wir haben jetzt in vielen Marktforschungsstudien rausbekommen, dass wenn wir diese Ampel zweiseitig anbringen, den Kunden viel genauer in der Mitte positionieren können. Wir haben hier bei dieser Maschine eine Standardwaschbreite von sage und schreibe 2,55 Meter. Das heißt also eine sehr große lichte Weite. Das heißt, jedes Pkw-Fahrzeug, was Sie heute haben, vom Kleinfahrzeug bis hin zum geräumigen SUV, findet hier ausreichend Platz. Und der Kunde empfindet halt das Einfahren sehr großzügig. Er muss nicht so genau rangieren und trifft immer mit rein. Und das Besondere in der Herausforderung war, die Maschine im Innenraum wachsen zu lassen, aber dabei nicht die Außenabmessung zu vergrößern. Und wir haben auch heute Fachplaner da, die immer mit Baukörper kämpfen. Wir haben ein sehr kompaktes Außenmaß von nur 3,50 Meter. Das Dachgebläse dieser Maschine wurde um 150 mm verbreitert. Das heißt, auch Fahrzeuge mit einem breiten Dach kommt der Luftstrahl sehr, sehr wirkungsvoll über die Seitenflächen bis in die untersten Bereiche.
Das Dachgebläse ist auch optional schwenkbar, um eine optimale Hecktrocknung zu erreichen. Und was wir hier als große Anforderung hatten, und das kennen alle, die Genehmigungsverfahren schon mal hatten, das Thema Emission, Lautstärke ist ein Riesenthema. Wir haben es geschafft, die Gebläseleistung um 15% zu steigern, aber dabei den Schallwirkgrad um 10 dB zu senken. Und 10 dB ist schon recht viel. 3 dB sind für das menschliche Ohr eine Verdopplung. Das heißt, wir haben es ums Dreifache geschafft, leiser zu werden. Aufstellung im urbanen Bereich in den Städten ist problemlos möglich. Hallentore müssen gegebenenfalls nicht mehr geschlossen werden. Die Waschhalle präsentiert sich hier immer offen und auch für den Waschkunden als willkommen. Also dieses Silent-Trocknungssystem hat uns viel abverlangt, aber wir haben es geschafft. Wir haben auch den Walzendurchmesser, der Dach- und Seitenwalzen stark vergrößert, um hier diese Ausflankungen in den Fahrzeugen, also mit Hohlkehlen, mit gewölbten Heckscheiben, noch genauer erfassen zu können. Auch das ist uns gelungen. Und wenn Sie mal darauf achten, wenn Sie die Maschine mal im Profil später sehen, die Maschinentiefe hat wiederum nicht zugenommen. Wir erreichen also eine maximale Waschlänge bei gegebenen Hallenkörpern. Der Radwäscher, sehen Sie auch in der XL-Ausführung, 420 mm. Hier passt jedes Rad rein und wir kriegen auch ein hervorragendes Felgenergebnis, genauso über eine Felgensprüheinrichtung. Auch im Bereich Waschprogramm Zeiten setzt diese Maschine Maßstäbe. Das Vollprogramm mit Polish in nur 9 Minuten, 6 Sekunden, das bei einem 5-Meter-Fahrzeug. Auch hier haben wir sehr viel getan, um die Maschine im Bereich der Steuerung, Antriebe harmonisch und sehr schnell sich bewegen zu können. Der Dachhochdruck im Dachbalken bietet eine optionale Vorwäsche, auch auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ja, und was Sie auf der linken Seite sehen, ist auch, dass wir nicht nur die Maschine erneuert haben, sondern auch das Bediengerät. Unser neuer TouchPOS ist ein Touch-Bediengerät, zum Beispiel auch mit Kreditkartenfunktion. Und das Interface, also die Software, die Oberfläche, haben wir so gestaltet, dass sich der Kunde sehr modern und aufgehoben fühlt. Es ist klarer und einfacher geworden. Ja, meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich darf Sie alle herzlich einladen auf unserem Messestand. Unser Verkaufspersonal steht zur Verfügung, Ihre offenen Fragen noch zu beantworten und gegebenenfalls auch Ihre Bestellung entgegenzunehmen. Vielen Dank und einen schönen Tag.